Hallo und herzlich willkommen zum Videotutorial, diesmal wie man Unterkonten von einer Bilanz eröffnet. Ja, wir sehen hier jetzt nochmal unser Konto von vorhin, wo wir ja sämtliche Geschäftsfälle eingetragen haben. Übers Jahr verteilt reicht uns dieses Konto nicht aus. Das würde dann ein ewig langes Konto werden und drum macht man folgendes. Man bucht hier eben nicht rein, sondern man eröffnet hier lauter Unterkonten. Das funktioniert folgendermaßen. Ich nehme jetzt hier die Position BGA, Betriebs- und Geschäftsausstattung, und dann eröffne ich hier ein Unterkonto. Aufgebaut ist es in eine Soll- und eine Haben-Seite. Was das Ganze zu bedeuten hat, das mache ich im nächsten Clip. Und was noch wichtig ist, dieser Anfangsbestand, diese 2000 Euro, die werden hier auf der Soll-Seite entsprechend eingetragen. Hier kommen also diese 2000 Euro drauf und ebenso verfahre ich dann hier unten mit den anderen Konten. Also es gibt dann noch ein Warenkonto, Anfangsbestand wieder links, 3000 und ein Kassekonto. Und der Anfangsbestand hierbei ist dann 2000 Euro. Da die Positionen von der Aktivseite kommen, nennt man diese Konten auch Aktivkonten. Und im Gegensatz dazu haben wir hier drüben die Passivkonten. Die haben auch wieder eine Soll- und eine Haben-Seite. Und man geht genauso vor, man eröffnet also hier jetzt ein Konto Eigenkapital. Allerdings, jetzt muss man aufpassen, dieser Betrag steht auch auf der rechten Seite und dann wird er auch hier auf die rechte Seite übertragen. Anfangsbestand 4000 Euro und so verfahre ich auch mit den übrigen Positionen. Also einmal Darlehen, Anfangsbestand ist 2000. Und hier haben wir noch ein Verbindlichkeitenkonto. Anfangsbestand ist hierbei 1000 Euro. So, und in diesen Unterkonten habe ich jetzt genügend Platz, die Geschäftsfälle, die unterm Jahr anfallen, entsprechend zu verbuchen.